Die erste Nacht. Es ist nicht für lange. Nur so lange, bis Sie genau wissen, was los ist. Bitte lass mich nicht hier. Nur für ein paar Tage. Wirst sehen, es geht schnell vorbei. Susan, wir müssen los. Du machst es dir doch nur noch schwerer. Sei tapfer, Schatz. Sei stark. Du bist so stark. Jody, ich weiß, es ist hart, alleine hier zu bleiben, ohne Familie. Aber hier haben wir eine gute Chance, rauszufinden, was mit dir passiert. Wir können dich hier beschützen, Jody. Mich kann überhaupt niemand beschützen. Deine Sachen sind in der Tasche da drüben, siehst du? Cole und ich sind gleich nebenan im Zimmer. Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas ist, ruf uns und wir sind gleich bei dir. Okay? Gute Nacht, Jody. Ja, und somit herzlich willkommen zurück. By Beyond Two Souls. Jody, ganz allein auf sich gestellt. Die erste Nacht. Okay, wo ziehe ich mich um? Die erste Nacht in diesem Forschungszentrum. Keine Mutter und Vater. Hier. Die sie in den Arm nehmen. Und überall wird man beobachtet. Muss echt hart sein für die Kleine. Ich hoffe, hier sind nicht auch noch Kameras drin. Hoffe ich mal schwer. Okay, was können wir hier drin machen? Jetzt aber ins Bett, Jody. Nee, lass mich mal. Ich darf mich hier doch etwas umschauen. Ich nehme mal schwer an dieses Spiegel. Ist das so ein Spiegel, bei dem man hindurchschauen kann? Ja. Leiden können wir hier nichts machen. Aber wir können Fernsehen schauen. Ja. Als ob das Jody interessieren würde.
Was hat sie denn alles so dabei? Komm, Barney Knuffel. Schauen wir mal, wo wir heute Nacht schlafen. Süß, Barney Knuffel. Dann mal ab ins Bett mit dir, Jody. Alles wird gut. Schlaf schön. Ich werde jetzt das Licht ausmachen. Gute Nacht, Jody. Warte! Kannst du das Licht im Flur anlassen? Ich krieg sonst Angst im Dunkeln. Klar. Wie ist das? Gut. Gute Nacht. Nacht. Hab keine Angst, Aiden. Wir werden jetzt einfach einschlafen. Und es wird uns gar nichts passieren. Ich kann nicht schlafen, Aiden. Ich glaube, ich brauche eine Geschichte. Okay, dann mal schauen, ob wir das hinkriegen. Holy shit. Ich kann leider nicht mehr von Aiden herausgehen. Holy fuck. Fängt wieder an, scheiße. Was zum A? Komm schon. Da passiert was! Holy shit. Hol den Doktor! Sofort! Ist okay. Es wird wieder gut. Aiden hat jetzt keine Angst mehr vor den Monstern. Die arme Kleine. Und das war die erste Nacht.
Sie und so viel Prozent der Anspieler haben diesen Weg genommen. Dawkins und Elton nicht ausspioniert. Okay, das hätte man machen können. Existenzen besiegt, 95%. Cole aufgeweckt, 90%. Damit würde ich sagen, geht's gleich ins nächste Kapitel. Da das hier echt kurz war. Von daher, weiter geht's. Wie andere Mädchen. Ich habe Nein gesagt. Keine Widerrede. Bitte, Nathan, nur dieses eine Mal. Alle Mädchen aus meiner Klasse gehen und es wird nicht spät. Ich verspreche es, okay? Du verschwendest deine Zeit, Jody. Das ist nicht fair. Wieso dürfen alle anderen gehen und ich nicht? Ich tue immer alles, was du willst. Wirklich immer. Und nie darf ich was, was mir gefällt. Zum 100. Mal, du bist nicht wie alle anderen und wir haben hier Regeln. Ich will doch gar nicht anders sein. Ich will nur ausgehen und Freunde haben, genauso wie alle anderen Mädchen. Du wirst immer anders sein. Du musst dich daran gewöhnen. Gute Nacht. Ah! Ich bin nebenan. Sag mir, wenn du was brauchst. Nanu, das kam jetzt unerwartet. Diese rebellische Phase wohl von ihr, die jeder Teenager mal kennt. Hat sich ganz schön verändert hier. Ich muss mir das erstmal etwas anschauen. Flammable. Quantic Heart Friday. Friday's Festival, Saturday, November 20th. $10. Eine Karte. Quantic Heart. Ist wohl ihre Lieblingsband. Inside Morris. Schluss damit, Jody. Das bringt dir doch absolut nichts. Du gehst nicht. Basta. Under Video Surveillance. Okay. Sie hat angefangen, Gitarre zu spielen. Big Brother is watching you. Oh Mann. Alles sehr ironisch. Mit diesen ganzen Kameras. I'm not so me, but I toy to be myself. Okay. Hey, Jody. Du sollst Aiden doch nicht benutzen, wenn du wütend bist. Und hier das Schlafzimmer. Oha. Ganz viele Poster. Wow. Und das ist dann wohl Jodys Mutter. Ich glaube, dass sie es ist. Was ist das jetzt? Bist du stolz auf dich? Okay. Ich hoffe es. Denn morgen wirst du das alles aufräumen. Schluss jetzt, Aiden. Es ist ihnen scheißegal, wenn wir die Bude auseinandernehmen. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Ha? Oh. Ja, sie war mehr als nur sauer, aber sie hat sich beruhigt. Okay. Klar. Dann bis morgen. Thank you.
Okay, was anderes überlegen. Nathan und der Partner. Ich hätte jetzt gedacht, wir können vielleicht Gitarre spielen, so laut wie es geht. Das würde ihn bestimmt nerven. Aber scheint mir nicht so. So nichts anderes übrigens. Das hier. Vielleicht fällt dir was ein. Ach so. Die Tür. Aber es tut mir so leid. Ich hasse mich selbst dafür, aber du verstehst mich doch, oder? Ich muss heute mal hier raus. Das wird er schon verstehen. Hoffe ich mal. Okay, sonst können wir hier nichts gebrauchen, gut. Dann hauen wir mal von hier ab. Ja, ich weiß, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja. Wer A sagt, muss auch B sagen. Eine Schlüsselkarte. Danke sehr. Department of Paranormal Activities. Oh, hallo Cole, Jody. Bisschen spät für einen Ausflug, hä? Cole will nur, wir wollten nur raus, die Sterne ansehen. Heute gibt es wohl Tonnen von Sternschnuppen. Hast du schon gesehen? Also ich weiß nicht, ob Professor Dawkins das so recht ist, wenn du rausgehst mitten in der Nacht. Bitte. Ich meine, es dauert wirklich nur ein paar Minuten. Und Cole ist bei mir. Und ich habe noch nie eine Sternschnuppe gesehen. Okay. Geht weiter. Ich habe euch zwei nicht gesehen. Was ist, Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Hm? Er ist wohl heiser. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr als er zu mir gesagt hat, den ganzen Tag lang. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wäre besser für uns alle. Tja, gut. Ciao.
Jetzt geht's schon. Puh, das lief nochmal gut. Tja, das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Scheint wohl so. Kameras überall. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Jetzt ins Auto und lass den Motor an. Nee, ich sitz doch nicht hinten. Nee. Was? Nee, ich will da nicht rein, Mann. Nicht gerade eine glamouröse Flucht, aber besser geht's nicht. Nein. Nein. Wieso soll ich nicht vorne sitzen? Mich von draußen noch sehen. So. Ja, aber Cole ist ja dabei, also spielt das keine Rolle. Eigentlich. Meiner Meinung nach. Los geht's ein. Sei so unauffällig, wie es geht, okay? Hey Cole, Kumpel. Hast du frei? Jody? Oh shit. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Go! Sicherheitszentrale. Die Sicherheitszentrale, los! Shit. Verzeihst mir das doch, oder? Ich bin bald zurück. Keine Sorge, ich komme schon klar. Okay, Aiden. Bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert, ja? Zombie. Okay, in den Wald. Hier? Einfach reinmarschieren. Okay. Red House Bar. Tja, hier ist die Bar. Und die anderen müssen schon reingegangen sein. Nur ehrlich gesagt, lässt mich dieser kurze Rock nicht gerade gut sprechen. Eine Bar, ein Mädchen allein. Ich denke, das kommt jetzt nicht so gut raus. Noch keiner da. Wir warten. Kann man hier nicht spielen? Bitte sagen wir, dass man spielen kann. Schade. Okay. Man. Nur mal so. Okay, da kann man nicht rein. Hätte ja sein können. Ja, ich weiß.
lassen, wird mich umbringen. Hoffentlich ist es das wert. Das hoffe ich auch. Die Kameraführung manchmal. Wie alt sind Sie, Miss? 21. Ich will nur eine Limonade. Holy shit! Habt ihr den Typen an der Bar gesehen? Den kennen wir doch. Den kennen wir aber sehr gut. Also. Also? Was meinst du, wie alt die ist? 15, vielleicht auch 16. Und was macht sie hier drin so ganz allein? Was weiß ich? Braucht vielleicht noch ein bisschen Gesellschaft. Scheiße, weißt du was? Im Bett macht die Kleine sicher richtig was her. Bah, laber doch nicht, Earl. Trink dein Bier aus und halt die... Hey, erzähl mir nicht, dass du nicht heiß auf die Kleine bist, hä? Sucht einen Fick. Ja, tja. Man muss sich schon fragen, was sie allein hier will um diese Uhrzeit. Fuck. Sieh dir die Schlampe doch an, Alter. Und hübsch ist sie auch, hä? Komm schon, halt den Rand. Also ich wollte sagen, den Typen kennen wir doch von Detroit Become Human. Oder nicht? Kommt mir zumindest so vor. Ladies first. Ach komm schon. Darauf war ich nicht vorbereitet. Was machst du hier? Du warst alleine. Nichts. Coolness hat dir nichts gebracht. Sag mal, bist du nicht ein bisschen jung, um hier rumzuhängen? Wie alt bist du? 21. Wow, nice. Mal übel. Suddenly he realizes.
Wissen deine Eltern Bescheid? Ja. Klar, die haben mich hergebracht. Und sie kommen dann. Sie müssten bald wieder hier sein. Und mich abholen. Hey! Putten weg! Komm schon, Baby, du willst es doch auch. Solche Schweine. Wer ist da? Wo bist du, scheiß Freak? Zeig dich jetzt! Komm raus, du feiges Arschloch! Was habt ihr davon? Das ist ein verfluchtes Gespenst, das uns bestraft für unsere Sünden! Scheiß als Maul, Frank, das ist Bullshit! Verdammt, ich gehe doch drauf! Niemand geht drauf! Wir verschwinden von hier! Mann. Scheiße! Scheiße! Was zur Hölle machst du, Sam? Ich mach schon die verfluchte Tür auf! Sie klemmt! Scheiße! Geh auf den Weg, ich brech sie auf! Oh shit. Komm schon an! Schneller! Komm schon! Sam! Tja. Ihr habt es nicht anders verdient. Bye bye, Motherfucker. Jody! Mein Gott, was ist mit dir? Jody, was ist denn passiert? Echt verstehen. Wie die anderen Mädchen. Jody hat echt ein hartes Leben. Sie und so viele Patienten der anderen Spieler haben diesen Weg genommen. An Eingangswache vorbeigekommen, 90%. Barbesucher ausspioniert. 19%. Angreifer besiegt, 99%. Aus DPA geschlichen oder geflohen, 77%. In der Bar geblieben, 84%. Mindestens einen Angreifer umgebracht, 90%. Kann man verstehen. Sie haben es halt echt nicht anders verdient. Und mit so einer Macht, die Jody hat, kann man nicht nur herumsitzen und nichts tun. Da muss man handeln. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für diese Folge von Beyond Two Souls. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. I was wrong. The words I spoke, I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind, 'cause I'll be dancing on my own tonight. I know December's hard to cope with.
I cost you lots of pain. But I did not mean to let you down this way. But I know deep inside I let your smile fade away. I let your smile fade away. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone.